Liebe Zuschauer, eine neue Ausgabe des RegioChats. Heute geht es um Politik und Politik vor allem für Jugendliche, für junge Leute. Und da kommt natürlich sofort der Jugendrat Koblenz ins Spiel. Und da begrüße ich vom Jugendrat Koblenz Frieda Weyer. Hallo Frieda. Hallo. Und Larissa Heuer, die ja den Jugendrat quasi mitorganisiert, denn sie ist die Leiterin des Kinder- und Jugendbüros in Koblenz. Hallo Larissa. Hallo. Ja, Larissa, fangen wir bei dir an. Das Kinder- und Jugendbüro. Du musst ja erst mal erklären, was macht das Kinder- und Jugendbüro Koblenz? Also zu meinen Aufgaben gehört unter anderem, den Jugendrat pädagogisch und inhaltlich zu begleiten. Das heißt, wir organisieren die Sitzungen zusammen oder auch die Wahl jetzt. Aber das Kinderbüro macht natürlich auch noch ganz viele andere Dinge. Das heißt, wir setzen uns grundsätzlich für die Interessen von Kindern und Jugendlichen in Koblenz ein. Dazu gehört zum Beispiel auch Spielplatzplanung. Das heißt, wir besuchen potenzielle Orte, wo Spielplätze gebaut werden können und setzen uns dafür ein, dass die Kinder daran beteiligt werden, dass es dann auch Spielplätze gibt, die zum Beispiel allen gefallen. Jetzt ist das Kinder- und Jugendbüro die eine Sache und der Jugendrat die andere. Die ist eigentlich auch unabhängig voneinander, denn der Jugendrat, Frieda, du kannst das viel besser erklären, ist quasi eine Zusammenkunft, ein Rat, eine Gruppe von jungen Leuten in Koblenz, die sich vor allem für Politik interessieren, richtig? Genau. Erzähl mal, was macht der Jugendrat? Also, wir beschäftigen uns mit der Umwelt. Wir haben neue Pfandringe aufstellen lassen an den Mülltonnen. Wir kümmern uns um die Busfahrtzeiten, damit die Koblenzer Jugendlichen auch halt die Buszeiten besser an die Schulzeiten angepasst sind, dass die Tickets günstiger werden. Dann haben wir zwei Open-Air-Kinos organisiert, hier bei uns am Bahnhof auf dem Parkplatz. Auch dieses Jahr mit Corona. Das hat auch sehr toll, sehr gut geklappt und hat auch viel Spaß gemacht. Genau. Jetzt müssen wir sagen, Respekt, Respekt, alle, die zuschauen, denn Frieda ist 13, ne? Also mit 13 schon politisch aktiv, der Nachwuchs sozusagen, ja? Der Nachwuchs für den Stadtrat, der Nachwuchs für die Politik, das finde ich ganz toll. Und man muss ja auch dazu erklären, ihr seid ja richtig in Kontakt mit den, sage ich jetzt mal, richtigen Politikern, Frieda, ne? Also mit dem Stadtrat zum Beispiel. Ja, genau, mit Herr Langner und Frau Mors, genau. Nehmen die euch denn ernst? Erste Frage. Ja, auf jeden Fall. Sie nehmen uns sehr ernst und wir haben auch ab und zu Termine mit den beiden. Und sie kommen auch zu uns in die Sitzung und hören sich das Ganze auch an, was wir organisieren und machen. Genau. Tolle Sache. Wenn du jetzt mal die aktuelle Situation in Koblenz siehst, politisch, sage ich mal, ja, und die mit deinen 13 Jahren einordnest, wo ist denn deine, sagen wir mal, aktuelle Beurteilung? Wie steht denn in Koblenz die Politik da? Wie schlägt sich denn der aktuelle Stadtrat? Wo würdest du ansetzen und was würdest du anders machen? Also ich war jetzt auch ich war das erste Mal bei der Stadtratssitzung und das hat mir auch sehr gut gefallen, auch dazu zu hören. Und auch jetzt aufgrund von Corona finde ich, dass sie das sehr gut gemanagt haben, dass man auch viel hört. Und ich finde, man könnte noch viel beim Verkehr machen, mehr Radwege. Und ich finde auch, also die sind auch dran an den Radwegen, keine Frage. Aber ich denke, dass an einigen Stellen auch noch Bedarf dafür ist. Und auch für uns Schüler, Jugendliche bei den Buszeiten, dass da auch noch mehr gemacht wird. Genau. Dein aktueller Berufswunsch, wäre das denn zum Beispiel, Oberbürgermeisterin mal zu werden? Oder ist es eher der Bundestag oder der Landtag in Mainz oder... Willst du mal wirklich Politikerin werden später? Ich wollte, als ich kleiner war, wollte ich Politikerin werden, aber mittlerweile nicht mehr. Ich interessiere mich schon sehr dafür, aber so jetzt so konkret Berufswunsch erstmal nicht. Wäre dann eher so die dritte Stelle sozusagen. Die was Stelle? Die dritte Stelle von den Berufswünschen. Aber warum nicht? Das musst du uns erklären. Also du bist im Jugendrat, du bist da aktiv, aber sagst, nee, also beruflich nicht. Warum? Ist das zu viel Stress oder siehst du keine, nicht genügend Entfaltungsmöglichkeiten oder warum ist es kein Berufswunsch für dich? Also ich glaube, wenn ich jetzt so Bürgermeisterin oder so wäre, also es ist halt, ich glaube, sehr viel zu tun und sehr viele Termine und so. Und ich merke das auch jetzt im Jugendrat, gibt es halt sehr viele Termine und man muss halt immer viel Zeit haben. Und da denke ich halt dann andere Berufe, da muss man zwar auch viel Zeit investieren, aber das ist dann eher so
genau mein Ding. Mir macht das total viel Spaß im Jugendrat und ich hoffe auch, dass das so bleibt. Genau, ja. Larissa, du bist ein paar Jährchen älter. Wie ist es bei dir? Kannst du dir vorstellen, mal in die Politik zu gehen? Wäre das eine Option? Ja, also mein Hintergrund ist ja Politikwissenschaften. Genau, ich bin Politikwissenschaftlerin. Von daher ist das grundsätzlich ein Thema, was mich schon sehr lange begleitet. Für mich wäre das auch sehr interessant. Allerdings muss ich dazu sagen, ich bin nicht aus Koblenz. Ich wohne tatsächlich auch erst hier seit 2, 3 Monaten. Das heißt, das ist für mich auch super interessant, hier mitzubekommen, wie die Lokalpolitik funktioniert, wie der Stadtrat funktioniert, wer da drin sitzt. Das heißt, das wäre jetzt für mich erstmal so ein Ziel für die Zukunft, nicht unbedingt jetzt. Super, das heißt eine Neukoblenzerin. Herzlich willkommen im Sendegebiet in der Region. Wo kommst du her eigentlich? Ach, eigentlich überall und nirgendwo. Ich habe die letzten 3 Jahre in Südafrika gelebt und gearbeitet. Davor war ich in Schottland, dann war ich mal wieder 3 Jahre in Deutschland, bin aber gebürtige Freiburgerin, habe dann in Mannheim studiert. Also ja, überall. Super, dann musst du mir noch erzählen, wie du Koblenz wahrnimmst. Also, du bist jetzt sozusagen Leiterin des Kinder- und Jugendbüros in Koblenz. Es geht um Politik, auch über den Jugendrat. Das heißt, wie siehst du so als Neukoblenzerin die Stadt? Also, man sagt ja allgemein hin, und ich würde es auch so unterstreichen, seit der Buga hat sich viel getan in der Stadt, oder? Corona ist natürlich eine große Herausforderung. Wie siehst du Koblenz denn? Also ich habe Koblenz, vor allem die Menschen hier, als sehr warme Menschen auch empfunden. Also man sagt ja immer so der Verwaltung nach, dass das eher nicht so ist. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich hier von allen direkt auch mit offenen Armen willkommen geheißen wurde. Es gibt hier auch nicht so diese Abgrenzung. Ich finde, dass sei es jetzt zwischen Erwachsenen und Kindern und Jugendlichen, als auch Verwaltung, Politik an sich. Ich finde, da geht sehr viel Hand in Hand und das finde ich persönlich ein ganz angenehmes Arbeitsklima auch. Du arbeitest ja jeden Tag mit Kinder und Jugendlichen im Kinder- und Jugendbüro in Koblenz. Ist das so ein Trend, den du feststellst, dass die jungen Leute, ich meine, das ist ja toll, Frieda ist 13, ne, interessiert sich schon für Politik. Ist das so ein Trend, den du auch beobachtest bei anderen Kindern und Jugendlichen, dass die Politik irgendwie schon, ja, Jugendliche interessiert? Also was ich ganz spannend finde, ist, dass ganz viele Kinder und Jugendliche gar nicht selber wahrnehmen, wie politisch sie eigentlich sind, weil sie ihre eigene Lebenswelt eigentlich gar nicht mit politischen Themen verbinden. Das heißt, man hört ganz oft, ach, Politik, das interessiert mich gar nicht oder damit habe ich nichts zu tun. Aber dann 5 Minuten später fällt irgendein Satz über, wie gesagt, die Busfahrzeiten oder die Fahrradwege oder dass zum Beispiel das zu teuer ist oder das nicht so gut läuft. Und dann setze ich immer an und denke mir, du bist gerade politisch, du bist gerade aktiv, du engagierst dich gerade und du würdest gerne was tun. Und das ist halt genau da, wo ich ansetze und wo ich dann auch ganz oft die Kinder und Jugendlichen abhole und sage, seht ihr, genau das machen wir. Sagt Larissa Heuer, die Leiterin des Kinder- und Jugendbüros Koblenz. Frieda, letzte Frage an dich. Musst du mir verraten, als Jungpolitikerin sozusagen, was hältst du denn von Donald Trump? Also ich kann nicht wirklich was dazu sagen, weil ich gucke schon die Nachrichten und so und denke, ja, es ist jetzt nicht alles richtig, was er so macht und dass in dem Land da sehr viel anders laufen sollte. Ja, also nicht so viel wie andere. Das war fast schon eine Politiker-Diplomatie-Antwort, ne? Was sagst du zu Trump? Ja, das könnte jetzt eine längere Diskussion werden. Ich denke, dass wir uns nicht in demselben politischen Spektrum bewegen und dass ich sehr viele seiner Entscheidungen auch anzweifeln würde. Larissa Heuer vom Kinder- und Jugendbüro in Koblenz und Frieda Weyer vom Jugendrat in Koblenz. Vielen Dank euch beiden. Weiterhin viel Erfolg. Bleibt dran und bleibt so engagiert. Auf bald. Vielen Dank. Danke. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Das war der Regio-Chat für heute.